Was soll das für eine Klage sein? Was soll denn da drin stehen? Ich weiß es nicht. Ja, gegen mein Gesicht oder Geht eine gegen gesamte Klage? Fußpilz. Ja, für was denn? Für Geld zurück oder für was? Ja, wahrscheinlich. Das kriegen Sie doch eh. Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video. Und wie ihr hier seht, sitzt hier im Bild der Florian van Bodmer, Geschäftsführer von Pyroland. Und es gab ja einige, teilweise auch böse Kommentare und Gerüchte und alles Mögliche zum Thema Silvesterbestellung, Silvesterlieferung im Zusammenhang mit Pyroland. Wir haben schon einen kleinen Livestream dazu gemacht, aber wir möchten jetzt mal so eine kleine Roast-Challenge machen. Also wir lesen jetzt mal ein paar Sachen vor und ja, du kannst darauf reagieren. Leg los. Okay, und zwar schrieb Tobi-B6, Pyroland hat den schlechtesten Kundenservice. Das tut mir leid, das zu hören. Da sitzen etliche Mädels und Jungs, die den ganzen Tag, 24 Stunden am Stück im Übrigen, auch am Wochenende für euch parat sind und Telefonate entgegennehmen, die Abarbeitung entgegennehmen. Kann ich so nicht bestätigen. Nicole Wirz schreibt, so, das war's. Mir wurde zugesagt, dass meine Rückerstattung im Laufe dieser Woche auf mein Konto sein würde. Und was soll ich sagen? War es natürlich nicht. Termin bei meinem Anwalt habe ich dann für den kommenden Mittwoch gemacht. Ja, das ist unnötige Geldverschwendung. Wir sind noch nie irgendjemandem auch nur einen Cent schuldig geblieben. Wir zahlen jeden zurück. Ich weiß, dass das nervt, aber es sind natürlich auch viele, die bearbeitet werden und jeder kriegt sein Geld zurück. Einfach ein bisschen Geduld. Wir versuchen alles innerhalb von 14 Tagen abzuwickeln. Das geht leider nicht. Das ist einfach so an der Masse an Bestellungen, die wir haben. Da sind ja auch wieder Neubestellungen. Da sind auch andere Kundenanfragen, die mit dem normalen Geschäft zu tun haben. Wir versuchen im Januar alles abzuwickeln. Wenn da mal was schiefgelaufen ist, tut es mir leid, aber es wird alles abgearbeitet. Den Gang kann man sich definitiv sparen. Benjamin Schier hat geschrieben, lieber mal meinen PayPal-Fall bearbeiten, dass ich mein Geld zurückbekomme. Ja, also am besten gar keine PayPal-Fälle öffnen. Die Bearbeitung dauert mehrere Wochen und zwar durch PayPal selbst in der Regel und nicht durch uns. Sondern einfach das Helpdesk-Formular ausfüllen und dann geht es am allerschnellsten, weil es bei den richtigen Leuten landet und dann wird es auch ruckzuck bearbeitet. Tina Brandt schreibt, lasst euch einstampfen, wenn ihr das nicht hinbekommt. Ständig entschuldigen und so weiter. Wenn wir das mit unseren Kunden machen würden, wären wir schon längst pleite. Ja, es ist so, dass eben knapp 60.000 Bestellungen ausgeliefert wurden und davon kommen immer einige nicht an. Wir haben hier eine Sondersituation, das heißt, unsere Bestellungen müssen an 2,5 Tagen ankommen. Das klappt bei egal wem nicht in 100% der Fällen. Das ist einfach so. Ja? Es kann mal jemand verunfallen, es wird ein Fahrer krank. Das kommt leider einfach vor. Es sind nicht viele, aber die es betrifft, ist das natürlich zum Kotzen. Das verstehe ich vollkommen. Und wir werden weiter an unserer Quote arbeiten. Danke für den Kommentar. Thorsten Elle schreibt, irgendwie lese ich nur schlechte Nachrichten. Und zu 99%, dass sie ihr Geld nicht erhalten. Was los, Pyroland? Seid ihr pleite? Warum zahlt ihr nicht das Geld zurück? Ich warte auch noch. Auch 100 E-Mails telefonisch und nun die Reklamation gemacht. Und bis dato keine Antwort. So gewinnt man Kunden. Ja, es wäre erstens sinnvoll, wenn man nur eine E-Mail schickt, nämlich über den Helpdesk und nicht 50 oder 100 oder 300 Mal anruft. Das verzögert nur den Ablauf, allen anderen Leuten schnell und adäquat zu helfen. Also sprich, bitte den Helpdesk benutzen, einmal abschicken und dann kann man sich darauf verlassen. Es hat noch nie jemand sein Geld nicht zurückbekommen und das ist auch jetzt der Fall. Zudem ist es natürlich so, dass wir den Großteil ausgeliefert haben. Diese Leute interessieren sich nicht mehr dafür. Die hatten Silvester und es war schön und es war alles wunderbar. Das heißt also logischerweise, am Ende sind nur die, denen es nicht, wo was nicht geklappt hat, übrig. Und nur die schreiben noch. Ja, so, also da muss man sich auch, oder bin ich relativ entspannt, wenn ich mir das angeguckt habe. Beim letzten sind 50 Leute etwa gewesen, die zu Recht sauer sind und die wir zu Recht auch bearbeiten werden und auch schnell bearbeiten werden. Aber dass irgendjemand was nicht bekommt, ist natürlich totaler Blödsinn. Gab's noch nie, gibt's nicht, wird nicht passieren. Und ihr seid auch nicht pleite? Nein, wir sind auch nicht, definitiv nicht pleite. Okay. Ja, ist doch super. Auf Instagram schreibt O. Fark, natürlich ist Pyroland daran mit schuld. Die sind völlig überarbeitet und haben den Shop extra lange offen gelassen, zu Zeiten, wo andere schon lange zu hatten und in Ruhe packen zu können, Adressen abzugleichen und Eingelagertes mit abzuschicken. Da sind wohl einige Leute sehr unfähig, ein Unternehmen zu leiten und richtig zu arbeiten. Ja. Flexpress ist einfach günstig, deshalb wird es genutzt. Oh, da sind ja viele Sachen drin. Also erstmal ist es so, dass man ja die Möglichkeit hat, auch Go anzuwählen. Das machen auch viele Leute und da hat man dann eben das Tracking. Flexpress selber macht einen absolut hervorragenden Job. Wir haben immer Auslieferquoten gehabt von 99,5%.
Das hat dieses Jahr nicht ganz geklappt, das stimmt. Und das werden wir aber auch wieder dahingehend anpassen. Da werden große Investitionen dieses Jahr getätigt und da bin ich schon jetzt im Kontakt und im Austausch und in der Planung. Dass wir zu lange offen gelassen haben, ist natürlich totaler Quatsch. Also weißt du, wenn solche Leute das so schreiben, dann haben sie gar keine Ahnung, was im Hintergrund läuft. Da kann man nur sagen, herzliche Einladung, komm mal vorbei und guck dir das gerne an. Wir haben natürlich Kontingente, die wir nutzen können. Die werden über das ganze Jahr eruiert und angepasst und wir haben knapp 1000 Tonnen dieses Jahr versendet. Ich gehe davon aus, dass 98% davon angekommen sind. Gepackt wurde jedes einzelne Paket. Es gibt kein Paket, keine Bestellung, die offen geblieben ist. Die sind alle gepackt. Wir warten jetzt noch auf die letzten Retouren und dann können wir das abschließend sagen. Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. So. Komm gerne vorbei und guck es dir selber an oder mach mit oder hilf. Kannst du dann, wirst du darüber anders denken. Also einfach Unsinn. Einmal kurz eine Frage von mir zum Thema Tracking. Mhm. Viele haben sich aufgeregt, dass es keine Tracking-Nummer gab und die Leute 3 Tage zu Hause warten mussten. Auch das stimmt so nicht. Es gibt bei Go definitiv ein Tracking, kann man sich als Versandart auswählen. Bei Flexpress gibt es und gab es bisher keine Sendungsverfolgung, weil es einfach viel zu viel ist, was in zu kurzer Zeit rausgeht. Zu Hause 3 Tage warten muss absolut niemand. Da muss man einfach sich mal die Mühe machen und die E-Mail lesen, die wir versenden, kurz bevor es in den Versand geht. Da steht sehr eindeutig drin, ein Zettel an die Tür hängen, wenn man mal nicht zu Hause ist. Und da angeben, welcher Nachbar gegebenenfalls das Paket entgegennehmen soll. Man kann auch theoretisch seine Telefonnummer hinterlassen, dann wird man angerufen und trifft sich. Pyro-1986 Norma schreibt, Leute, einfach bei Röder bestellen. Ja, bitte. Irgendwann ist auch da das Kontingent voll. Angi-F31 schreibt, zahlt mal lieber die Gelder zurück. Negative Bewertungen bei Google werden ja auch gelöscht, damit man eure Firma bloß nicht ins richtige Rampenlicht rückt. Ah ja, also natürlich zahlen wir das Geld zurück. Ich meine, überlegt mal die beiden Verbotsjahre. Da haben wir zehntausenden Leuten das Geld zurückbezahlt. Jeder hat sein Geld zurückbekommen. Jetzt sind es wirklich dagegen sehr, sehr wenig. Und alle kriegen ihr Geld zurück, die kein Geld bekommen haben. Bewertungen bei Google im Übrigen kann man nicht löschen. Das funktioniert nicht. Dafür muss man einen Anwalt nehmen. Und selbst da sind die Aussichtschancen minimal. Es ist eher so, dass man gegebenenfalls sich mit den Leuten unterhält und versucht, das wieder gut zu machen oder klärt, was da schief gelaufen ist. Wenn ihr aber die Bewertung euch mal anschaut, dann seht ihr, es gibt eigentlich nur 5-Sterne-Bewertung und 1-Stern-Bewertung. Ja, das heißt, es gibt nur, alles ist super oder es ist eben nicht angekommen. Und wenn man da das Verhältnis anguckt, und in der Regel schreiben ja nur die Leute eine Bewertung, die es nicht bekommen haben. Die es bekommen haben, sind glücklich und fertig. Ich meine, man erwartet ja einfach, wenn man bestellt, dass man sein Paket bekommt. Warum sollte man dafür 5 Sterne geben? Das ist also nicht ganz einfach, gute Bewertung zu bekommen. Und wenn man sich dann das Verhältnis anschaut, dann weiß man einfach, dass 98%, 99% aller Besteller immer zufrieden sind und zufrieden waren und auch zufrieden sein werden in der Zukunft. Older Rock Rocks schreibt, was ist jetzt mit der Klage? Oh, die Klage, ja. Aber ich glaube... Das ist ein Sonderthema. Also ich glaube, die meinen eine Sammelklage gegen Pyroland. Da haben ganz viele geschrieben, dass es dass die bei der Sammelklage gegen Pyroland... Gegen was denn? Gegen euch. Ja, aber mit was für einem Grund? Was soll das für eine Klage sein? Was soll denn da drin stehen? Ich weiß es nicht. Ja, gegen mein Gesicht oder gegen... Geht eine gesamte Klage? Ja, für was denn? Für Geld zurück oder für was? Ja, wahrscheinlich. Das kriegen sie doch eh. Was will man denn da sammeln? Das ist so absurd. Ich verstehe es nicht. Ja, wir haben ja auch gestern gezeigt, es gibt ja auch Leute, die mich wegen Betrug angezeigt haben. Das hatten wir jetzt 2 Fälle, ein letztes Jahr, ein dieses Jahr. Da rufe ich bei der Polizei an und sage, Leute, was sollen wir da jetzt machen? Ja, nix. Ja, die kriegen ihr Geld zurück und dann war es das. Ja, dann ist der Fall erledigt. Und genauso ist das, wenn man zum Anwalt rennt. Ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, weil jeder kriegt sein Geld eh zurück. Das heißt, man macht sich den Aufwand, dahin zu rennen, man muss mit dem rumdiskutieren. Der Einzige, der sich dabei freut, ist der Anwalt, der dafür Kohle kriegt. Ja, und kann man sich sparen. E-Mail von Walter Schmidt. Ihr findet es also witzig, wenn andere Leute wie ich oder Tiere unter der Scheiße leiden, die ihr fabriziert? Was ist in eurer Kindheit schiefgelaufen? Wurdet ihr zu oft vergewaltigt oder so? Ich hoffe, ihr landet in der Hölle. Dann kann ich mich schön an euch rächen. Okay.